Liebe Leute, wir gucken heute einen Klassiker, denn wir machen heute ein Gabba Classic, eine Gabba Classic Reaction. Tarik Tesfu und Hengame zusammen in einem Video. Oh, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Wer schön sein will, muss leiden. TingCon Berlin 2017. Wir sehen hier eine Bewertung von 123 Daumen hoch und 3889 Daumen runter. Das Video ist prädestiniert dafür, geil zu sein. Das wird ein richtig geiles Video. Oh, wird das geil. Das wird so geil. Und wir müssen uns einmal kurz durchlesen, was in der Beschreibung steht. Oh, geil. Hengame und Tarik packen mit euch gemeinsam die Klischeekeule aus. Denn auch wenn Rollenklischees eine ziemlich blöde Sache sind, ja, gilt die Devise, wer Klischees überwinden möchte, muss über die sprechen. Ausgangspunkt für die Diskussion ist der H&M Ladylike Werbespot und die Fragen, welche Körper nehmen wir klischeehaft als schön wahr? Wer definiert Schönheit? Und was passiert, wenn jemand gar keinen Bock mehr drauf hat, schön zu sein? Was soll denn das? Und obwohl H&M plötzlich einen auf Feminismus macht, so nach dem Motto, du kannst als schöne Frau muskulös sein, Achselhaare haben, transident sein, alt sein, schwarz sein und kurze Haare haben, werden im New York H&M Plus Size Filialen geschlossen. Oh mein Gott, was soll das denn? Momentchen mal, alles nur billige Marketingstrategie, Häppchenfeminismus als Massenware, wir müssen reden. Und ich habe kurz vorgespult, weil die 17 Sekunden am Anfang, das braucht kein Mensch. Und wir gehen rein und ich hab Bock. Oh, ich glaube, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Rein, los. Ja, schön, damit muss leiden. Oh, da sind ja, hallo. Sie. Vielen hallo. Dank. Hallo. Genau, mein Name ist Tarik. Geil. Hallo. Und unser Vortrag heißt, wer schön sein will, muss leiden. Ja. Pustekuchen. Oh, wenn das nicht die beste Kombination ever ist. Hm. Oh, da werden doch Erinnerungen wach, oder? Da werden doch Erinnerungen wach. Oh. Und genau, es ist ein feministischer Plausch zwischen mir und Hengame. Wir haben auch ein paar Videos mitgebracht. Ja. Aber damit ihr uns auch ein bisschen in den Kontext bringen könnt. Warum geht das nicht? Geht es jetzt darum, mal uns vorzustellen und Hengame startet. Ja, stell dich vor, Hengame. The stage is yours. Rein, komm. Ja, ich bin Hengame, ich bin Journalistin, ja. Bloggerin, Redakteurin und DJ. Und ich mache ganz viel zum Thema Ist das nicht DJ'n? Da hast du dich aber selber misgendert. Das muss ich aber mal sagen. Kultur, Queerfeminismus und Körperpolitik. Körperpolitik. AKA, ich habe keine Lust abzunehmen, weil das ist mir zu umständlich. Und mein Name ist bevor das jetzt geht, gucken wir doch einen Film an, nämlich von Hengame von der Vogue. Oh, gut vorbereitet, sieht man hier, ja. Ich bin Tarik. Gucken wir uns mal hier den Bums an über Hengame. Ja, komm. Aber danach bin ich dran. Das ist ganz wichtig. Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf mich. Ja. Manchmal aggressiv und abwertend. Eventuell, weil du diese Leute sehr unangenehm angehst. Sagen wir mal so. Vielleicht denken sie über meinen dicken Körper nach, vielleicht über meine Fingertattoos. Ja, wenn man dich anguckt, dann macht man sich so seine Gedanken. Das ist aber normal. Ja, das ist menschlich. Ja? Andere fühlen sich inspiriert. Ich polarisiere. Aber ich bin genauso verwundbar und. Ich polarisiere, weil ich bin geil. Geiler als ihr. Arschlöcher. Verunsichert wie sie. Coolness und Schüchternheit werden sehr oft miteinander verwechselt. Ich bin gar nicht so tough, wie ich rüberkomme. Ich traue mich einfach nicht, auf fremde Menschen zuzugehen. Weil die immer wegrennen. Na, stimmt ja gar nicht. Es ist voll nett. Lange wollte ich jeden Funken von Weiblichkeit an mir selber zerstören. Das hast du auch sehr gut geschafft. Ist das jetzt ein positives Video über sich selber oder was war jetzt die Aufgabe? Roast yourself oder was? Um zu überleben in einer Welt, die Weiblichkeit hasst. Mittlerweile lasse ich mich von Binaritäten nicht mehr beeindrucken.
Das sieht man gar nicht. Das ist schön. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass sie einfach zu genervt ist, um einfach mal ein bisschen was aus sich zu machen. Nein, nein. Das, man muss andere dafür auf jeden Fall. Andere sind schuld. Ja? Anderen muss man die Schuld geben. Weiblichkeit hat nichts mit Frausein zu tun. Gender ist eine Spielwiese, über ja. die niemand wirklich die Deutungshoheit hat. Ja. Ich zelebriere feminine wie maskuline Eigenschaften an mir. Oh. Da, 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 da. Ich lasse das Foto noch einmal. Ich lasse das. Das da. Oh. Hengame. Schaffen an mir. An einem Goal. Punkt in meinem Leben habe ich erkannt, dass ich gar nicht schön sein muss. Nein. Zu wissen, dass ich niemandem Schönheit schulde, gibt mir Kraft. Richtig. Oh, das ist so empowernd. Geil. Mir meinen Körper anzueignen, um eine Selbstwahrnehmung von einer Außenwahrnehmung zu lösen, finde ich ermächtigend. Ja. I am beautiful and powerful. Ja, sie ist beautiful und powerful. Ja, vor allem powerful. Mit Schmackes. Ich bin fluide. Applaus auf jeden Fall. Wie Tarek die Leute. Keiner klatscht. Stille Zirpen grillen und Tarek muss sagen, ja, könnt ihr jetzt mal applaudieren. Ne? Klaus, auf jeden Fall. Ein, wie ich finde, unfassbar schöner ja. Clip. Es ja. geht um Schönheit heute. Von der Message wie auch geil. Von den Bildern. Also ich bin, ja. Ja, ich bin einfach begeistert. Aber ja. ich bin auch schon immer Hengame-Fan gewesen. Das hätte gar keiner drauf kommen können. Habe ich Zirpengrillen gesagt? Ja, Zirpengrill natürlich. Das ist, also hätte keiner drauf kommen können, dass Tarek Hengame-Fan ist. Gar keiner, ne. Die Technik will irgendwie nicht so, wie ich möchte. Oh ne. Achso, guck mal, hallo. Das bin ich. Tarek Tesfu ist mein Name. Das ist Weltoffenheit. Das ist Akzeptanz. Das ist Antidiskriminierung. Das ist für eine gemeinsame Welt. Das ist Liebhaben, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Dieser Mensch weiß, wie Weltoffenheit funktioniert. So muss man anderen Leuten begegnen. Vielen lieben Dank. Ich mache Videos zum Thema Feminismus, Sexismus, Rassismus und dabei zeige ich gerne mal den Stinkefinger. Also das ist sehr richtig, dass er Videos über Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und so weiter macht. Denn er begeht diese Dinge, die er anspricht, ständig. Ja. Das begeht er. Deswegen, ja, er macht darüber Videos. Und Fenris Wolf bedankt sich für 5 Schweizer Franken dafür, dass ich ihm mit diesem schönen Video und mit diesem Einspieler das Essen habe hochkommen lassen. Und da sage ich nur, gern geschehen. Immer wieder gerne, mit vollstem Herzen. Danke für die 5 Schweizer Franken. Und genau, positioniere mich da auch ganz stark gegen Nazis, gegen Rassisten, gegen Sexisten, gegen homophobe Menschen, also gegen alle die Menschen, die es einfach nicht geschnallt haben, dass jeder Mensch einfach so leben sollte, wie er oder sie es gerne möchte. Richtig. Und genau, wir haben jetzt den Clip von H&M mit dabei und schaut einfach mal rein. Hey, warum hat Tarek denn kein Vorstellungsvideo? Finde ich nicht gut. Ich glaube, dass hier DMCA reinkommt, wenn ich den Clip durchgängig laufen lasse. Das heißt, ich werde zwischendurch mal stoppen und irgendeinen Quatsch reden, also nicht wundern. Ja, schöner H&M-Clip. Ja, toll. Also man sieht auf jeden Fall alles sehr weltoffen. Jeder ist übergewichtig und BIPOC und alles Mögliche und non-binär, trans, alles schwul und so weiter. Toller Clip, ja. Aber was ist denn das Problem?
Entschuldigung, ja, ich muss leider alle sechs, sieben Sekunden stoppen, sonst geht der Stream runter und leider auch das Video. Ich glaube, wo H&M drauf hinaus möchte, das wissen wir, glaube ich, alle. Toll, oder? Also, wie kann man sich denn... Also, man wünscht sich genau das hier, was man da sieht. Trotzdem muss man das kritisieren, denn es ist wahrscheinlich nicht weltoffen genug. Aber wir haben ja eine kleine Einleitung schon gelesen. Oh Mann, wie lange geht denn der Clip? Ich glaube, wir überspringen den einfach mal, weil der ist relativ uninteressant. Ich glaube, wir haben ja jetzt gesehen, worum es geht. Ja, ich überspringe das mal, weil ich jetzt keine Lust habe, über gezwungenermaßen zu stoppen, alle 6 Sekunden irgendeinen Bullshit zu reden. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Falls währenddessen übrigens jetzt noch irgendwas reinkommt an Mitgliedschaften, Spenden oder sowas, mache ich das natürlich dann nachher, damit ihr Bescheid wisst. Ja, aber schon mal vielen lieben Dank, liebe Leute. Es gab viel Zuspruch, es gab aber auch ganz, ganz viel Kritik und darüber wollen wir jetzt gerne mal sprechen. Und Hengam, die Frage an dich, was hältst du von dem Clip und auch aus einer feministischen Perspektive? Ja. Also als ich den Clip zum ersten Mal gesehen habe, war ich voll geflasht und war so, oh Mann, voll schön. Ja, und voll dann habe ich gemerkt, dass ich voll reingefallen bin auf H&M, weil es ja ein Werbeclip ist und die wollen ja sozusagen, dass wir denken, Mann, H&M, das sind echt gute Menschen, die kümmern. Aber das stimmt gar nicht. Man sich um einen, die wollen, dass man happy ist mit sich. Ja. Aber zum Beispiel, wenn den Frauen so wichtig sind, ist natürlich die Frage, was mit den Frauen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen die Klamotten produzieren zum Beispiel. Ja, echt, ey. Was soll denn das? Ja, also H&M, das ist halt wieder so eine Sache. Es kann ja nicht sein, dass ihr von oben bis unten Weltoffenheit bewerbt. Ja, schon damals, vor 7 Jahren, ist H&M von oben bis unten Vogue des Jahres gewesen. Aber selbst das ist nicht genug. Für eine Hengame ist selbst das nicht genug. Ja, deswegen trägt sie auch keine Kleidung. Ach so, oh doch. Scheiße. Egal. Das ist alles Kleidung hergestellt von gut verdienenden deutschen Menschen. Ja, deswegen darf man das. So einer Bettlack. Die sieht man zum Beispiel nicht in dem Clip. Also da, die machen halt so ein Femwashing sozusagen. Gucken wir doch mal, was da für jugendliche tolle Menschen sitzen. Body Positivity, weltoffen, 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 weltoffen. Ja, genau so stelle ich mir Grünen-Wähler vor. Wir haben hier ein Bündel voller Grünen-Wähler. Das ist sehr schön, das finde ich sehr weltoffen. Tolles Publikum. Sie machen so eine Feminismusdecke über ihren kapitalistischen Unternehmen, ja. Und dann steigern sie quasi ihre Profite. Ja, aber das ist richtig. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Unternehmen sollten immer Verlust machen. Immer. Unternehmen sollten Verlust machen und gleichzeitig Weltoffenheit propagieren. Und erst dann kann man dahinter stehen. Ja? Das, was H&M da macht, das ist ekelig. Das geht gar nicht. Findest du es krass, wenn Feminismus dann in so einem Kontext auch instrumentalisiert wird? Oder ist es nicht auch total gut, wenn jetzt irgendwie junge Menschen sehen, Halleluja, ich kann mit einem Körper wunderschön sein, der nicht der Norm entspricht? Ich würde sagen, das ist ziemlich ambivalent, weil einerseits sagen wir FeministInnen ja immer... Was? Die haben damals schon gegendert? Vor 7 Jahren gab es schon Gendern? Junge, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die sagt doch FeministInnen. Ich würde sagen, das ist ziemlich ambivalent, weil einerseits sagen wir FeministInnen ja immer... Vor 7 Jahren haben die das erfunden? Willst du mich verarschen? Wie lange wir diese Scheiße schon mitmachen. Es ist unglaublich. Wir wollen, dass Werbung diverser gestaltet wird. Wir wollen, dass auf Werbeplakaten nicht nur schlanke, weiße Cis-Frauen zu sehen sind, die in einem sehr klassischen Feminismus... Vor 5 Jahren? Ach stimmt, ich betue mich gerade. Die Puls-Reportage war vor 7 Jahren. Entschuldigung, ich hab das gerade vertauscht. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, welches Video wir gucken. Und eins davon war 7 Jahre her. Und eins davon hier, was wir gerade gucken, ist... 5 Jahre her, 5,5 Jahre. Habe ich gerade vertauscht, sorry. Natürlich sind es 5,5 Jahre, sorry. Aber
Selbst das, ja, seit 5,5 Jahren machen wir den Scheiß mit. Ja, das macht die Sache jetzt auch nicht viel besser. Mit dem Bild entsprechen. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass Feminismus keine Marketingstrategie ist, sondern eine Bewegung. Haltung und ja. Was Politisches. Ja. Ja, also man merkt auch, dass diese beiden genau die Richtigen sind für eine Bühne. Sie können sehr gut sprechen. Sie ist auch sehr gut, dass sie durchgängig einfach nur Tarek anguckt und gar nicht das Publikum beachtet und das tatsächlich hinbekommt, zwei Wörter an einem Stück zu sprechen und dann pausieren muss. Das ist also tolle Menschen für eine Bühne. So, super. Ja, toll. Genau, als ich den Clip gesehen habe, war ich auch in absoluter Partystimmung und diese Partystimmung hält auch immer noch bei mir an und ich habe dazu ein Video gemacht, das ist relativ kurz ja. Und das schauen wir uns jetzt auch noch rein. An. Wir sind sehr videolastig, aber es sind auch alles geile Clips. Ja, glaube ich auch. Also wenn die Clips, also das sind geile Clips, denn die habe ich gemacht, denn alles, was von mir kommt, ist geil, denn ich bin geil. Ah, ich bin Tarek und du nicht. Du bist schon, weißt du. Dummer Mensch. Hoppala. Sehr gut vorbereitet, ja. Also hier ist alles mit bestem Wissen und Gehwissen abgelaufen. Das wollte ich eigentlich noch nicht haben. Also Freunde, ich und Technik, das läuft, ne? Dankeschön. Naja, wenn die Technik nicht will, dann fangen wir doch einfach jetzt da an und sprechen darüber. Genau, also wenn ich zu doof bin, die Technik zu bedienen, ist die Technik schuld. Ja. Warum ist es für viele Menschen schwer auszuhalten, wenn eine Frau muskulös ist und on top dann auch noch schwarz? Also warum wird das in der Gesellschaft nicht als schön wahrgenommen? Das ist absolut ein Empfinden, was ich haben darf und was du mir nicht aufdiktieren kannst. Das ist das Problem dieser ganzen Woken-Bewegung. Ihr möchtet mir und also uns allen vorschreiben, was wir zu denken haben, was wir zu sagen haben, wie wir Dinge sagen, etc. pp. Und wenn nun mal, keine Ahnung, 98% der Menschheit der Meinung ist, dass das nicht schön ist, wenn eine Frau muskulös ist und dabei Top trägt, dann darf, es ist jetzt halt nur eine Zahl, dann darf 98% der Menschheit das denken, ganz einfach. Und dann ist es normal, dass man das nicht schön findet. Warum ist das denn so schwierig für euch zu verstehen? Natürlich darf diese Frau sich muskulös trainieren und dann dabei einen Top tragen. Keiner verbietet ihr das. Aber wenn ich das hässlich finde, dann darf ich das hässlich finden. Ganz einfach. Mein Gott. Muskeln oder ein sehr trainierter Körper wird sehr so maskulin gelesen. Zum Beispiel bei Serena Williams, der Tennisspielerin, gab es ja auch mega viele Shitstorms, weil sie einen muskulösen Körper hat. Und das ist etwas, was Männern vor. Nein, es gab nie gab es einen Shitstorm. Sondern wenn Leute in der Öffentlichkeit sind, dann werden Leute in der Öffentlichkeit auch auf das Aussehen teilweise angesprochen. Das ist ganz normal. Man geht halt meistens auf offensichtliche Dinge. Ja, und das ist absolut normal. Mein Gott. Warum muss man denn überall wieder irgendeinen Hasssprechhetze und Rassismus draus machen? Mann. Und ob Serena Williams jetzt schwarz ist oder weiß, es sieht immer doof aus. Meiner Meinung nach, wenn eine Frau hart muskulös ist, ich mag das nicht und die Mehrheit der Menschen auch nicht. Das ist völlig egal, welche Rasse, welche Hautfarbe, was auch immer dahinter steckt. Es ist halt nun mal nicht fraulich, meiner Meinung nach. Vorbehalten sein soll. Und dann gibt es immer so ein Outrage, wenn Frauen muskulös sind und eben nicht schwach und zierlich aussehen. Und das potenziert sich dann. Weißt du, warum du das doof findest, dass man meint, also deiner Meinung nach, dass Frauen schwach und zierlich aussehen müssen? Soll ich dir das Offensichtliche sagen? Aber ich glaube, da kommt ihr alle selber drauf, warum genau sie das doof findet, ne? Ich lasse euch mal mit diesem Gedanken alleine. Ich spreche es nicht aus. Ne? Dann nochmal mit rassistischen Vorstellungen von Frau sein. Zum Beispiel, die weiße Frau genießt ja so dieses Image von Unschuld und so Zärte und sowas. Und Frauen of Color und besonders auch schwarze Frauen werden ja oft als aggressiv, laut, männlich gesehen. Und deshalb ist es. Meistens ist das tatsächlich so.
dass diese afrikanische Kultur oft ein bisschen lauter ist. Ja, das ist auch ganz normal. Das ist jetzt auch wieder Rassismus? Wahrscheinlich. Ja. Weil Kultur und Herkunft und was weiß ich was, das darf man alles nicht ansprechen. Das ist ja voll böse. Darf man nicht. Das darf man einfach nicht. Rick Messini, ich sag jetzt schon mal danke, aber ich mach das dann am Ende, ja, nachdem wir das Video hier geguckt haben. Ich hoffe, das ist okay für dich, aber schon mal vielen lieben Dank. Sozusagen ein doppelter Bruch mit Weiblichkeit. Aber ja, also warum polarisiert sowas immer noch? Ne? Ich denke da manchmal so, wir haben irgendwie 2017. Eigentlich sollte doch die Welt schon längst so weit sein, dass wenn da eine Frau steht oder ein Mensch, der sich als Frau definiert. Ach Gott, ey. Die haben ja damals schon genauso viel Schwachsinn geredet wie heute. Göttlich. Der oder die Bock auf Muskeln hat, warum wird dann das Frausein dieser Person irgendwie abgesprochen? Das ist für mich so ein Moment, wo ich denke, hier läuft doch echt eine ganz schöne Menge schief. Ja, die Leute denken sich, wenn es nicht meine Wix-Vorlage ist, dann darf die Person nicht existieren. Oh, vielen lieben Dank für diesen Strohmann. Dankeschön. So ein richtig schöner Strohmann. Du unterstellst in Menschen irgendwas, was niemand jemals gesagt hat. Das ist genau Dekadent-Level. Das ist 1:1 Level von Dekadent. Zu sagen, wenn ich auf eine Frau nicht kann, ich sag's jetzt nicht wegen Monetarisierung, dann meinen wir, dass diese Person nicht existieren darf. Das ist ohne Scheiß, es ist einfach, schäm dich. Schäm dich in Grund und Boden. Es ist absolut Dekadent-Level. Das heißt, Dekadent ist einfach in die Zeit zurückgereist und macht auf Hengame. Geil. Sehr schön. Also das ist halt die Vorstellung, also Frauen und Personen, die als Frauen gelesen werden, müssen schön sein nach einem sehr normativen Bild, um Respekt zu bekommen und nicht angegriffen zu werden. Und bei Männern ist es nicht immer, aber häufiger, egal wie sie aussehen, da wird dadurch nicht gleich ihre Meinung und ihr... Kannst du auch einen geraden Satz reden? Ich habe das selber, dass ich gerne mal ein bisschen bärbocke oder mich mal verplapper oder was auch immer. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Das passiert jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Auch Streamern, auch Moderatoren oder was auch immer. Aber du kriegst das nicht hin, zwei Wörter aneinander zu reihen, fehlerfrei und danach keine 5 Minuten Pause zu machen oder was auch immer. Also, du bist zu 1.000.000% falsch auf dieser Bühne. Du starrst die ganze Zeit Tarek an, anstatt das Publikum oder immer in die Kamera oder was auch immer. Und du kriegst es nicht in einen geraden Satz zu sprechen. Du bist angebliche Influencerin, du nimmst Videos auf, du machst Livestreams, du setzt dich da auf die Bühne, du moderierst und so weiter. Das ist schon ein bisschen peinlich, finde ich. Ja. Und was du erzählst, ist natürlich noch peinlicher. Das ist der einzige Grund, und das ist doch das Offensichtlichste, der einzige Grund, warum du dich darüber echauffierst und warum du beleidigt bist deswegen, ist, weil du nicht zierlich und schön bist. Das ist der einzige Grund. Wäre es anders, würdest du darüber gar nicht nachdenken. Das ist doch klar. Aber wir sind natürlich schuld daran, dass du nicht unserem Schönheitsideal entsprichst. Da bist nicht du schuld dran, sondern wir sind da schuld dran. Ganz einfach, ja. Ihre Person diskreditiert. Gucken da mal weiter. Genau, schön versus trans sein. Diese Versus sind natürlich ganz bewusst so gewählt. Für uns ist es kein Widerspruch, schön zu sein und trans zu sein oder schön zu sein und schwarz und muskulös zu sein. Aber scheinbar in der Gesellschaft schon. Also es irritiert, glaube ich, Menschen. Viele Menschen bekommen Angst, auch wenn irgendwie nicht einzuschätzen ist, ist die Person jetzt weiblich, ist sie männlich, was ist sie das? Dann fängt gleich so ein Klabaster im eigenen Kopf an. Glaube ich auch immer die Frage, wie männlich bin ich oder wie weiblich bin ich? Ich glaube, das hat auch ganz viel dann mit der eigenen... Was zieht er sich jetzt da gerade aus dem Popo? Warum denn schön versus trans sein? Der Clip will doch sagen, hier auch trans sind schön. Und nicht schön versus... Hä?
Identität zu tun, die dann auch auf einmal dann in Frage gestellt wird, obwohl dass das Gegenüber überhaupt nicht will, sondern es will einfach in dem Körper leben, den er oder sie für sich ausgesucht hat. Ja, schön versus trans ist ein großes Thema, oder? Ja, das Ding ist, dass bei Transpersonen so zwei Sachen stattfinden. Einerseits so eine krasse Entmenschlichung, die... Hä? Ja, richtig. Also alle Transmenschen, die dort mitmachen in solchen Videoclips und Funkformaten und was weiß ich immer, das machen sie einfach alle gegen ihren Willen. Sie werden gezwungen. Ja, die Transmenschin wusste gar nicht, was da passiert. Sie wurde gezwungen. Ja, das machen die nicht extra. Nein, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, es ist, die propagieren genau das, was sie in diesem Clip bekommen, aber das ist denen dann auch wieder nicht genug und nicht recht. Das kapiere ich nicht. Also, wenn sie das, also im Endeffekt ist es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wenn die Linken und Woken das bekommen, was sie wollen, ist es denen dann immer noch nicht genug, dann gehen sie immer noch einen Schritt weiter. Ja, selbst das haben sie dann zu kritisieren. Das ist sehr toll. Wunderschön. Nochmal kleiner Hinweis, Spenden mache ich am Ende des Streams dann, ja, wenn das Video durch ist, damit das hier im Flow bleibt. Vielen lieben Dank aber schon mal an alle. Die Leute zu so Fabelwesen oder Monstern oder so degradiert. Und das Was? Andere ist, dass Transpersonen andererseits sehr stark fetischisiert werden. Zum Beispiel, ich war letzten Monat in Amsterdam im Sexmuseum und Transfrauen waren in der Fetischabteilung zu sehen. Genauso wie dicke Frauen und schwarze Männer, was halt du selber, das ist dein Gedanke, dass Transmenschen als, was hast du da gesagt, irgendwelche Tiere und Bestien und was weiß ich was herabgesetzt werden. Das sagst du. Das hat keiner von uns gesagt. Und ja, es gibt Fetische, die sich mit BBWs beschäftigen. Es gibt Fetische, die sich mit... sich gegenseitig mit Leder und Lack, was weiß ich was, schlagen, beschäftigen. Es gibt tatsächlich auch Fetische, die sich um Transmenschen beschäftigen. Das ist ganz normal. Oh mein Gott, ein Museum, das Geschichte darstellt. Ah, das geht ja überhaupt nicht, ne? Als nicht so 21. Jahrhundert ist, kann man sagen. Und deshalb ist es natürlich auch nochmal so ein starkes Statement, irgendwie Transpersonen so selbstbestimmt, irgendwie Schönheit oder eben sich selbst so performen zu lassen und sie nicht irgendwie, also dass es halt eben auch so ein Adjektiv einfach ist. Also weißt du, so dicke Frauen, schwarze Frauen, Transfrauen, aber alle sind halt Frauen und alle sind halt ladylike. Hä? Also, es ist halt auch wieder, die nehmen euer wokes Narrativ an. Ihr müsst alle ständig immer auf Hautfarbe und Herkunft und Sexualisierungen reduzieren. Das macht ihr ständig, dann wird das angenommen. Und dann ist das auch wieder nicht recht. Das ist halt, also ihr seid bescheuert, wirklich. Wir haben jetzt noch ein Plus-Size-Model. Ja. Guck mal, zurück geht's. Ja. Okay, bist du weit? Sehr schön. Also du hast überhaupt gar keine Ahnung, was du da machst, Tarek. Vielen lieben Dank. Also wie immer eigentlich. Ja, bist du? Ja. Lächeln. Ja, dann machen wir erstmal dein Video. Lassen wir laufen. Auf den G-Punkt, die erste. Ja. Leute, ich raste komplett aus. Ja. Und ich meine nicht das Cry Me a Gender River ausrasten wie sonst, sondern das What a Wonderful Life ausrasten. Denn die Message vom neuen H&M Ladylike Werbespot lautet: Du kannst Muskeln haben, alt sein, behaart sein, transident sein, schwarz sein, du kannst mega weit weg von Size Zero sein, du kannst sogar im Bett Pommes mampfen. Wenn du eine Lady sein willst, dann bist du auch verdammt nochmal eine. Billige Marketingstrategie. Billige Marketingstrategie. Genau das, was wir die ganze Zeit haben wollen, wird umgesetzt und dann ist es eine billige Marketingstrategie. Habt ihr das verstanden? Vielen lieben Dank. Dann seid ihr im Kampf links gegen noch linker. I don't care. Ich find's eine richtig fette Genderparty. Mainstream und Feminismus, Daumen hoch. Was mir aber den letzten Nerv raubt und hey, ich bin echt in Partystimmung, sind Artikel wie wow. Ich habe das Gefühl, diese Videos werden von einem
Menschen gemacht für 5-jährige Kinder. Wow, der neue H&M-Spot ist echt supi-dupi, weil er Frauen zeigt, dass sie schön sein können, obwohl sie behaart sind, obwohl sie Muskeln haben, obwohl sie Kleidergröße 46 haben und ja. Mein Favorite, obwohl sie schwarz sind. Ja. Sucht sich ja keine aus, ne? Auch schön. Also, das ist richtig. Das ist alles falsch gemacht. Tarek ist der einzige Mensch der Welt, zusammen mit Hengame, die das richtig gemacht hätten. Ganz wichtig. Sind Texte wie High Five, voll trendy, H&M hat einen auf Transgender. Say what? Wenn ein Mensch transident ist, dann ist das nicht irgendein Trend oder irgendwie hip, so nach dem Motto, huch, was trägst du denn da? Ach, danke, dass du fragst. Das ist der neueste Schrei, das ist transident, habe ich bei H&M geshoppt. Liebes Universum, bitte, bitte lass Gender hier in den regnen. Ist das jetzt auch wieder so ein Diss gegen sich selber oder irgendwie verstehe ich die Einspieler nicht so? Das Publikum! Das sind alle Fans, die Tarek jemals hatte in seinem ganzen Leben, sind dort vereint. Also die Hälfte davon. Also nur die hier vorne. Schön, oder? Tarek ist endlich mal beliebt. Genau, das war mein Kommentar zum Ladylike-Spot. Ich bin da auch voll in der feministischen Kritik mit drin. Ich finde es katastrophal, dass H&M NäherInnen nicht gescheit bezahlt. Ich finde es katastrophal. NäherInnen? Junge, vor 5,5 Jahren haben die diese Scheiße bei uns reingebracht. Vielen lieben Dank an Hengame und Tarek, dass ihr die Vorreiter seid für diesen enormen Haufen QAA, den wir aktuell hier haben. Vielen Dank. Dass H&M einen Ladylike-Spot macht und dann aber Plus-Size-Filialen in New York schließt. Nein! Dinge, die regen mich alle auch extrem auf, aber... Oh mein Gott, die schließen einfach Filialen in New York? Warum wird nicht gesagt, dass sie vielleicht kein Geld eingenommen haben oder so, sagen die gar nicht. Sie sagen einfach nur, dass die geschlossen werden. Weil es ist sehr wichtig, wenn die aufhören zu produzieren, dann sind die nicht insolvent. Die hören halt einfach nur auf zu produzieren. Ne? Ich bin da vielleicht auch manchmal so ein kleiner Feminismus-Populist. Ich denke mir, wenn einfach junge Menschen diese Clips sehen dann das Gefühl bekommen, dass sie, egal wie sie sind, einfach wunderschöne Menschen sind, dann nehme ich das mal kurz billigend in Kauf, dass es diese ganzen anderen schlimmen Sachen gibt und will mich dann auch erstmal freuen darüber, dass feministische Themen im Mainstream sind, weil meine Meinung ist, sie gehören in den Mainstream, sie müssen in den Mainstream. Der Mainstream muss einfach auch strukturell anders aufgebaut werden und dann auch... Ja, das ist richtig. Der Mainstream muss... Ach, das haben sie ja geschafft, ne? Stimmt. Stimmt, ja. Im Endeffekt haben sie es das geschafft. Der Mainstream besteht nur noch aus diesen tollen, weltoffenen Themen. Vielen lieben Dank, Tarek, dass ihr das geschafft habt. Cool. Immer kritisiert werden, aber nichtsdestotrotz ist es eine fette, fette Genderparty, wenn einfach mal jungen Menschen auch gezeigt wird, dass... Kurze Umfrage. Horn oder kein Horn? Was sagt ihr? Ich hoffe, man sieht meine Maus. Moment. Meine Maus sieht man, ne? Ja. Horn oder kein Horn? Ich sag kein Horn. Ich sag kein Horn. Kurzes Spiel zwischendurch. Ich sag nicht. Eine 34 und alles andere kein Garant da sind, um schön zu sein. Und was wir eigentlich haben wollten, ist, dass... Entschuldigt bitte mit der Technik, ne? Ich kann da nichts für. Hier ist irgendwie die Batterie kaputt, glaube ich. Aber naja, genau, also das, ne, das liegt nicht an dir, auf keinen Fall. Also es ist auch so, wenn ich ein PC-Spiel spiele und dort nicht gut zurechtkomme und meine sogenannte Performance scheiße ist, dann liegt das auch am Spiel selber und nicht an mir. Ist immer wichtig. Aber das Plus-Size-Model am Anfang finde ich auch super spannend. Erstmal der Begriff Plus-Size, ich finde den relativ fragwürdig, weil plus was, ne? Ab wann wird Plus-Size Plus-Size? Ja, eben. Hallo? Das ist nicht definiert. Und nichtsdestotrotz auch da, mega geil, cool, dass da eine Person gezeigt wird, die halt keine 34 trägt. Ja, das stimmt. Aber? Ich meine, Plus-Size ist ja auch ein Begriff, den Plus-Size-Models selber für sich
benutzen so. Aber natürlich ist so die Frage eben über welcher Größe und genau, es gibt ja auch irgendwie gerade im Englischen den Diskurs oder eben so die Strategie, dass dicke Personen sich den Begriff Fett wieder so aneignen und zum Beispiel Fashion statt Fashion. Im Deutschen ist dicke Gender Fettchen machen. Noch nicht so weit, da ist man noch bei dick als Selbstbezeichnung, aber ist halt allemal besser als so moppelig oder vollschlank oder so andere dubiose Euphemismen. Also das ist voll schlimm, wenn diese Leute sich selber so nennen. Das geht gar nicht, die sind voll Fettshaming-mäßig drauf. Das geht nicht. Sich selber so zu nennen ist das ist alles. Nur ich persönlich, ich darf entscheiden, wie diese Worte zustande kommen, welche Worte genommen werden und so weiter und so fort. Ich bin der Einzige, der das machen darf. Ja? Nicht ihr alle, die sich auch als Plus-Size-Model selber sehen. Ihr seid falsch, ihr seid keine Plus-Size-Model. Ich darf bestimmen, wie ihr euch selber nennt. Punkt. Und auf jeden Fall spielt natürlich Größe und Mode ein großes Thema, denn es gibt nicht in jeder Größe alle Klamotten und manchmal, wenn es sie gibt, kosten sie mehr oder sind total schwer zu bekommen. Die kannst du halt nicht in jeder Fußgängerzone kriegen, sondern musst die dann bestellen. Und kannst es dir an dir auch nicht richtig vorstellen, weil die Models, die das tragen, sogenannte Sanduhrfiguren haben, also große Brüste, schmale Taille und dann weite Hüften und Hintern so, aber die dieses Schönheitsideal, das liegt daran, dass das nicht gemacht wird von Leuten, sondern dass einfach geguckt wird, was kommt bei den meisten Verbrauchern am besten an. Wenn 80% der Menschen sagen, ich finde das voll cool, dass eine Frau richtig dicke Brüste hat, da aber einen recht schlanken Bauch und von mir aus auch einen richtig schönen dicken Kasten hat, dann ist das tatsächlich normal und die Norm für ein Schönheitsideal. So einfach ist das zu erklären. Wenn aber 85% der Menschheit sagen, ich finde das voll schön und das soll richtig gut sein, wenn eine Frau so aussieht wie Hengame, dann bist du tatsächlich das Schönheitsideal und die Norm. Stell dir vor. So einfach ist das. Und dass du jetzt wieder mal hingehst und den Leuten vorschreiben möchtest, was diese gut zu finden haben, zeigt mal wieder, was eure Ideologie ist. Den anderen Leuten einzutrichtern, was sie zu denken und zu sagen haben. Ihr wollt diese Leute indoktrinieren und lenken. Das ist alles, was ihr wollt. Die meisten Leute haben auch einen Bauch oder sind halt anders proportioniert und es sind oft auch Models, die schlanker sind und ausgestopft werden, damit sie in die Klamotten passen, was total absurd ist. Und wenn man dann aber ein dickes Model in Unterwäsche sieht und eben nicht so versteckt unter den Klamotten, sondern einfach so selbstbewusst und sexy und irgendwie total ermächtigend, dann freut man sich und denkt so, man muss gar nicht das machen, was die Modeindustrie will. Man kann auch einfach einen Mittelfinger zeigen und. Ich bin ehrlich, das ist nicht nur, dass mich das nervt, sondern mich macht das wirklich ein bisschen wütend, dass sie keinen geraden Satz hinbekommt, ne? Das macht mich wirklich gerade ein bisschen wütend. Und sein Leben leben, ein bisschen atmen. Voll, und wir wollen ja auch ein bisschen die Klischeekeule raushauen. Weil ne, Klischees sind beschissen, aber ich glaube, es macht trotzdem auch mal Sinn, sie auf den Tisch zu packen. Und aber ihr seid einfach nur weiß, ist richtig. Ja. Das ist dann kein Klischee, sondern weiße halt. Und gerade bei dicken Menschen und ich glaube ganz besonders auch bei dicken Frauen geht bei ganz vielen Menschen sofort der Klischee-Klabaster auch los. Wir hören jetzt mal ein paar Klischees raus, über dicke Menschen sind. Geschmacklos. Dick. Dicke Menschen, geschmacklos. Also, Hengame, wenn wir jetzt
alles nur an deine Person messen, dann sag ich, Klischee erfüllt. Faul. Ungepflegt. Klischee 2. Müsst ihr entscheiden, wie ihr das jetzt bewertet? Immer lustig. Immer lustig? Was? Ja, Hengame ist richtig lustig. Also ich lache mich tot über Hengame. Okay. Nicht wollen sexy. Schlank sein. Wollen schlank? Wie lange sie einfach überlegen muss, damit sie sich was aus den Popo zieht. Warum kann man sich denn nicht einfach vorbereiten auf den ganzen Bums da? Ja. Was haben wir noch für Klischees? Reicht eigentlich auch. Schon genug, oder? Also ja. Reicht eigentlich auch. Es gibt gar keine Klischees, die mir einfallen. Ich ziehe mir immer alles aus dem Hintern. Und deswegen reicht jetzt aber auch, ne? Entschuldigung, kannst du dich vielleicht einmal in 3 Wörtern selber beschreiben? Dick. Reicht dann jetzt aber auch, ne? Alles klar, danke. Das war nicht gar, schon schlimm genug. Gar nicht weiter, aber warum ist für viele Menschen das so schwer auszuhalten? Also, oder warum checken viele Menschen nicht, dass dick sein und schön sein kein Widerspruch ist? Hat auch nie einer behauptet. Das hat keiner gesagt. Aber es ist oft der Fall, dass bei dicken Menschen, also bei wirklich dicken Menschen, auch das Gesicht meistens dicker wird. Ja, dieses. Ja, rundliche Kinn, diese sehr rundlichen Backen, die Augen werden kleiner, die Nase ist so ein bisschen, wir wissen das, ja? Das ist halt nun mal, sieht bei den meisten nicht so gut aus. Es gibt aber sehr, sehr viele, und das ist oft in der Regel bei diesen Plus-Size-Model, die man ja nicht mehr Plus-Size-Model nennen darf, weil das ist ja auch alles Mögliche, rassistisch und so. Die haben meistens einen Körper, der halt dicker ist, aber das Gesicht ist meistens recht dünn. Und deswegen sind diese meistens auch trotzdem hübsch. Und da hat keiner jemals gesagt, nein, das funktioniert nicht, die dürfen nie hübsch sein oder können nie hübsch sein. Hat keiner gesagt. Und warum gibt es denn halt diesen Fetisch, dass man gerne auf BBWs steht oder diese dickeren Schabbis oder was auch immer? Es gibt natürlich mehr als genug Leute, die das auf eine gewisse Art und Weise anziehend finden. Aber oft ist es dann halt eben ein Fetisch für Sexuelles, ja? Weil das dann, ja, für eine Beziehung oft nicht reicht. Aber das hat ja auch wiederum seine Gründe, ne? Weil man ständig nur schlanke Leute sieht oder wenn man Leute sieht, die irgendwie als schön dargestellt werden, sind es meistens schlanke Personen. Wenn man irgendwo dicke Menschen sieht, dann werden die als depressiv, ungesund. Also wenn du in der Zeitung eine dicke Person ist, dann bei so Texten wie Deutschland wird immer dicker oder... Oh mein Gott! Die bilden bei einem Artikel eine dicke Person ab, wenn der Artikel lautet... Deutschland wird immer dicker. Dann nehmen sie eine dicke Person. Das geht nicht. Das ist einfach widerlich von irgendwelchen Zeitungen. Bah, schämt euch. Diabetes oder Herzkrankheiten. Ja, weil das oft einhergeht, ja. Adipositas, Übergewichtigkeit, hat oder ist ein Auslöser sehr oft für Diabetes Typ 2. Das ist medizinisch leider bewiesen. Tut mir leid, Hengame, damit du auch eine Erklärung hast. Kein Problem. Obwohl es auch total, obwohl es auch gar nicht stimmt, dass Dicksein automatisch ungesund sein bedeuten muss. Also es gibt auch so dieses Health at all sizes, so eine, Körperfett hat nichts kausal mit Gesundheit zu tun. So einfach nur, wie kann ich das irgendwie schön reden, dass ich dick bin? Wie kann ich mich selber einfach nur irgendwie rechtfertigen? Keiner hat gesagt, dass du immer automatisch krank bist, wenn du dick bist, aber das ist einfach Mustererkennung. Es ist sehr oft so und meistens fällt es ins Muster, dass es bei dickeren Leuten öfter dazu kommt, dass sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben. Ganz einfach erklärt, hat nichts mit Rassismus zu tun, mit Diskriminierung oder sonstiges. Meine Güte.
Und das ist aber so ein Argument, was Leute immer noch aus der Tasche ziehen. Wenn man sagt, ja, selbst wenn du mit dir zufrieden bist, das ist doch nicht gesund und so. Also das ist halt total krass noch in den Köpfen. Auch, dass Leute so jede Respektschwelle so verlieren und zu dicken Leuten auf der Straße irgendwas sagen. Du würdest ja auch nicht zu jeder Person, die auf der Straße raucht, hingehen und sagen, das ist ungesund. Oder wenn jemand Bildzeitung auf der Straße liest, wirst du auch nicht sagen und hingehen und sagen, das ist ungesund, obwohl das noch mal ein bisschen sinnvoller wäre. Ja, das ist sinnvoller. Also, das ist viel besser, wenn man sich 200 Kilo Fett anfrisst, als wenn man eine Bildzeitung liest. Das ist viel gesünder. Ist auch nicht so, dass ich hier einfach nur irgendeine Propaganda raushaue. Auf keinen Fall. Oh mein Gott, wie kann man denn so viel Quatsch erzählen? Wie kann man sich denn selber so schützen müssen? Die sitzt doch jeden Tag zu Hause und versucht irgendwie, ja, Ausdrücke und Sätze und Wörter für sich irgendwie zu erfinden. Einfach nur, um sich selber zu schützen zu können, damit sie nicht abnehmen muss. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Achso, und übrigens, ich habe noch nie eine dicke Person angesprochen, dass sie sich mal von mir wegstellen soll, weil sie dick ist. Aber ich habe schon sehr viele Raucher angesprochen, dass sie sich von mir entfernen sollen, weil die mir ihren scheiß Rauch in die Fresse gepustet haben. Also ja, ich habe weitaus mehr Raucher angesprochen als dicke Menschen. Also, die ich nicht kenne auf der Straße. Nur mal so zur Information, ja. Also, Jetzt vielleicht noch abschließend, bevor wir dann in die Runde gehen. Feminismus, Popkultur, Mainstream, passt zusammen oder nicht? Jein. Also ja, es passt zusammen, aber es darf nicht verwässern. Also Feminismus muss unbequem bleiben. Es ist kein Feel-Good-Ding, sondern es muss etwas sein. Viele Leute sagen, ja, so Männer sagen oft so, ja, ich fühle mich unwohl bei Feminismus. Und dann denke ich so, da macht man es genau richtig. Ja, richtig. Weil Feminismus muss allen Leuten einfach ins Gesicht springen und die beleidigen und soll gar nicht den Erfolg bringen oder sowas. Das soll einfach nur alle Menschen beleidigen. Das ist sehr gut. Toll. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Ich glaube, jetzt geht's los mit den Fragen, oder? Mhm. Ihr seid dran. Genau, wir haben hier so einen tollen Würfel und wie ihr merkt, ich knutsche den fast ab, wenn ich da reinspreche. So müsst ihr das auch machen. Ihr könnt euch den an den Kopf werfen, es passiert nichts. Das ist nicht deren Ernst, oder? Das ist nicht deren Ernst, dass sie sich wie in einem Kindergarten einen verkackten Stoffwürfel angelacht haben, in dem ein Mikrofon drin ist. Dass man reiten, warum können die nicht einfach ein Mikrofon nehmen und das den Leuten in die Hand geben? Sag mal, habt ihr irgendwie, was habt ihr denn geraucht? Mein Gott. Einfach hier ins Kreuz reinsprechen, dann geht's los. Ja, hi, erstmal Tarek, danke für die beiden Tickets. Das bin ich gewesen. Ach so, oh, geil. Herzlichen Glückwunsch. Er hat zwei Karten, du hast zwei Karten gewonnen, ne? Ja. Jo. Perfekt. Ja, also wenn er zwei Karten gewonnen hat, also. Ich glaube, dem Herren, Dame, Trans müssen wir auf jeden Fall applaudieren. Cool, dass du zwei Tickets gewonnen hast. Geil. Schön. Und ja, so wie Volker gerade schreibt, das ist einfach voll und ganz der Beweis dafür, dass das nur irgendwelche Kinder gut finden, die ganz einfach zu indoktrinieren sind. Keine normale Veranstaltung, Serie, was weiß ich was, hat einen scheiß Würfel, in dem ein Mikrofon eingebaut ist. Und den Würfel muss man sich ins Gesicht quetschen. Perfekt. Ihr beiden, herzlichen Glückwunsch. Erstmal danke. Und eine Frage wäre, können Männer Feministen sein? Beziehungsweise, warum sollten Männer sich für den Feminismus einsetzen? Weil Männer auch vom Feminismus profitieren. Also, wenn so Sachen gesagt werden wie, Männer dürfen nicht weinen, Männer dürfen kein Make-up tragen, Männer dürfen nicht vegetarisch sein oder whatever, dann sind es ja auch alles Sachen, die im Patriarchat verankert sind. Kennt ihr nicht diese Vorschriften, dass Männer einfach kein nicht vegetarisch oder vegan sein dürfen? Kennt ihr das nicht? Ja? Genauso, dass Männer dürfen niemals weinen. Ja? Also, wenn eure Mutter oder sowas stirbt oder keine Ahnung, auch sonst irgendwas ist, ihr seid gezwungen, niemals zu weinen. Wirklich. Das ist ganz, das Patriarchat, das sagt das. Das ist ganz wichtig.
Und Feminismus ist eigentlich für alle Leute eine Win-Win-Situation. Also ich finde, jeder Mensch sollte Feministin sein, weil es einfach die geilste Scheiße auf der Welt ist. Und ich meine, natürlich ist es unbequem. Genau. Ist da gerade was geflogen? Warte mal, ist doch gerade was geflogen, oder? Guckt mal da am oberen Bildesrand. Geilste Scheiße auf der Welt ist. Und ich meine, natürlich ist es unbequem. Jetzt hat er gerade den Würfel da zur Moderatorin geworfen oder so. Genau, es macht Spaß, auch mal den Finger in gewisse Dinge zu packen, die nicht so geil sind. Aber am Ende will Feminismus oder wollen Feminismen eine Welt, eine Utopie, in der niemand, warum auch immer, diskriminiert wird. Und ich finde, das kann sich ja wohl jeder halbwegs normal tickende Mensch aufs Fähnchen schreiben. Das ist einfach nur dieses Ich. Hauptsache, keiner darf mich irgendwie kritisieren für irgendwas. Ich möchte meinen Millionen Kilometer großen Safe Space haben und keiner darf mir auch nur andersweise irgendwie mal was sagen. Das ist ja auch der Grund, warum irgendwelche dämlichen Noten in der Schule abgeschafft werden sollen in eurem Narrativ und in eurer Ideologie. Weil das kann ja nicht sein, dass man jemanden bewertet oder so nach irgendwelchen Leistungen. Das ist ja Hasshetze-Leistung. Ist ja ekelig. Oder dass man nicht sagen darf, Hengame ist jetzt nicht so mein Fall aus Gründen. Das darf man auch nicht machen. Nein, also das ist Hasssprech des Todes. Du hast Hengame geil zu finden. Wenn du Hengame nicht von oben bis unten vergötterst, bist du ein Hasshetzer. Ganz einfach. Hallo? Entschuldigung. Naja, zu der H&M-Werbung. Ungefähr der gleiche Sprachduktus wie Hengame. Ich glaube, der hat abgeguckt. Was sollen sie denn sonst sagen, außer obwohl, also ich kann mir darunter jetzt irgendwie nichts vorstellen. Ich meine, ist doch eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Oh, er hat's erkannt. Er hat erkannt, was ich erkannt habe. Mal gucken. Komm. Total, das finde ich auch. Deswegen habe ich auch das Video gemacht und deswegen meinte ich ja auch gerade, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dieses Ladylike-Video, ich dachte echt, ich kipp vom Stuhl, ne? Also erstmal finde ich die Message gut. Ich finde, es ist unfassbar ästhetisch. Es ist super empowering, dieses Ding. Ich finde es einfach ein richtig geiles Stück. Ich meine, das Lied She's a Lady von Tom Jones ist ja auch übel sexistisch. Das hat aber dann eine feministische Sängerin quasi... Alles ist sexistisch, von oben bis unten, alles, jeder. Sie neu interpretiert, also da waren einfach Leute, die sitzen wahrscheinlich nicht in der Chefetage von H&M, aber das Marketingteam hat da einfach richtig gute Arbeit geleistet. Und das kann man erstmal honorieren und trotzdem, wenn man... Aber das macht ihr nicht. Ihr habt von Anfang an gesagt, ja, wir sitzen hier, weil der Werbespot eine große Lüge ist. Und in den Clips hast du gesagt, alles ist falsch, alles ist eine große Lüge. Warum ruderst du jetzt wie nichts Gutes zurück? Hä? Feministisch unterwegs sein möchte, kann man dann trotzdem auch die Fragen stellen, ist das jetzt gerade wirklich nur noch Marketing? Was will H&M damit? Ne? Und warum werden die nächsten Kampagnen wieder mit Models geshootet, die nicht dem Ladylike-Ding entsprechen, was sie eigentlich vorher zeigen wollten? Falsch. Guckt euch mal alle H&M-Werbungen aus den letzten 5 Jahren an. Alle. Ich glaube, es gibt mehr schwarze Frauen dort in BH, die kurze Haare haben oder gar keine Haare haben, als eher Frauen, die der Norm entsprechen. Ja, bevor ich jetzt was ganz Böses sage. Nee, H&M gibt's gar nicht mehr, die haben aufgehört. H&M kommt auf die Blacklist, H&M ist ultra woke. H&M und C&A und so weiter, diese Modedinger sind ultra Vogue. Des Todes Vogue. Guckt euch doch mal die Werbungen an davon. Guckt euch alleine so einen Katalog an. Er geht auf die Homepage von denen und guckt an, was da für Models sind. Das ist Ur-Vogue, dieses Zeugs. Ja, ich glaube. Spielen wir jetzt mal eine Situation nach. Ich bin jetzt ein Kerl. Unwissender, sagen wir es mal so. Das bist du. Warum brauchen wir denn in unserer heutigen Welt noch Feminismus? Und das will ich jetzt, dass ihr darauf antwortet. Naja. Oh. Oh, die Frage gefällt der
mehrgewichtige Dame nicht so. Gleichberechtigung ist noch lange nicht erreicht. Herr Zuppelt an ihrem T-Shirt, da. Sucht sie nach Worten. Ja, aber. Fangen bei Sachen wie Gender Pay Gap, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Gender Pay Gap war damals auch ein sehr großes Thema. Heute immer noch, ja. Also toll, toll. Aber da das sehr doll debunked wurde, wird es heute immer nur ab und an mal angebracht, so unterschwellig. Ja. Dass Frauen und Leute, die als Frauen gelesen werden, sich nicht sicher und auf der Straße gelesen, bewegen können. Genau, also das hat definitiv was mit prinzipiellen deutschen Männern zu tun. Ja, dass Frauen und Frauen, die ja als Männer, Frauen, die als Männer, Frauen, Männer, Menschen gelesen werden, die können sich nicht sicher fühlen, einfach nur, weil sie Frauen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir 2 Jahre zuvor etwas getan haben, was richtig dumm ist und was wir dann jedes Jahr wiederholt haben. Das hat damit gar nichts zu tun. Dass eine krasse Körpermaßregelung stattfindet, dass sehr viel Femizid, also Mord an Frauen, geschlechterspezifische Morde auf der ganzen Welt Alltag sind. Das ist der Versuch, sich irgendwelche Argumente aus dem Popo zu ziehen. Irgendwie muss man sein Narrativ und so weiter stärken und verteidigen. Genau das ist der Grund, warum diese Leute von Funk rausgeschmissen wurden. Du brauchst echt einen IQ von 5, um dagegen argumentieren zu können. Heutzutage brauchst du schon einen IQ von 10, um dagegen zu argumentieren. Also die haben sie schon verbessert. Ja. Personen gedisst werden einfach, weil sie trans sind. Dass immer noch gesagt wird, Männer dürfen nicht weinen. Ja. Das sind alles Sachen, die ihr euch aus dem Popo zieht. Und ich finde allein, dass es überhaupt Menschen gibt, die diese Frage überhaupt stellen, zeigt, wie wichtig Feminismus ist. Weil wenn wir in einer Welt leben würden, in der feministisch alles geil wäre, dann wird auch niemand mehr das in Frage stellen. Weil alle würden wissen, wie wichtig Feminismus ist, damit es auf dieser Welt ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen geiler und ein bisschen freier einfach wird. Ja, so sieht das aus. Und für dieses starke Statement von Tarek, da müssen wir einmal applaudieren. Stark! Absolut stark! Ja, Mann! So muss das sein. Geil. Ja, also einerseits, klar. Klar. Da würde ich mich sofort anschließen, was ihr erzählt. Ich habe dann nur noch 1-2 Fragen, und zwar so. Ich werde nicht ernst genommen von allen aus meiner Klasse und auch so nicht. Aber ich gebe euch recht. Persönlich, also einmal bis gerade eben habe ich ein Vorurteil zur Hälfte geglaubt, was ihr gerade aufgezählt habt, und zwar, dass Menschen, die etwas dicker sind, oft faul sind. Ich sage nicht, dass jeder Mensch, der dick ist, faul ist, das ist absoluter Bullshit, aber ich kenne das von mir selber, also ich bin jetzt nicht besonders dick, aber ich bin halt auch nicht besonders Türsteher. Und ich kenne das zum Beispiel von... Wir können das auch abkürzen und sagen, dass du ein Lauch bist. Mir, dass ich gerne in diese Richtung gehen würde. Und ich finde, es hat doch an der einen oder anderen Stelle was mit Disziplin zu tun, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt mich in diese Richtung bewegen. Da wurschtelt sich gerade so ein bisschen mein Mindset mit eurem, was Ästhetik angeht. Klar, es ist absolut okay, so auszusehen, wie auch immer man will. Man hat sich da auch überhaupt keine Sorgen drüber zu machen. Allerdings finde ich es auch okay, wenn Leute sagen, okay, das ist ästhetischer. Ich finde, es ist für mich einfach so. Natürlich hat das nichts damit zu tun, ob man andere Leute tatsächlich auch akzeptiert. Also ich akzeptiere jeden. Selbst die Linksgrünen checken es, dass sie da Quatsch erzählen. Geil! Hier, egal wie er aussieht, ist mir so. Aber wenn ich jetzt sage, okay, diese oder diese Person sieht gut aus, ist nochmal eine andere Sache, finde ich. Oder sehe ich da irgendwas falsch? Du siehst alles falsch. Du hast den feministischen Fat-Faming-Gedanken. Also, darf ich da mal kurz was zu sagen? Ich fühle mich leicht getriggert. Ich glaube, nimm dieser Dame bitte diesen Würfel weg. Ich fühle mich leicht getriggert. Aber der Unterschied ist, dass, und ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich nie fülliger war, aber ich glaube... Warte mal, ist das Susie Crime? Crime, weil... Das ist...
Oh mein Gott, das ist Susie Grime, Alter. Oder? Jo, ich sehe jetzt erst, das ist André Teilzeit und Susie Grime. Da fühle ich mich like a trigger. Willkommen an Susie Grime und André Teilzeit. Geil. Hab euch gar nicht erkannt. Cool. Das heißt, die Hälfte der Zuschauer, die dort sind, sind auch Funkmitglieder. Geil. Der Unterschied ist, dass Hengame vermutlich ganz, ganz oft Kommentare zu ihrem Aussehen bekommt. Ja, weil das Offensichtliche ist, weil sie im Internet präsent ist. Würde ich jetzt die Facecam anschmeißen, dann würde auch der ein oder andere irgendwie da was zu sagen. Aber sehr wahrscheinlich nicht solche Kommentare wie Hengame bekommt, weil ich nicht so aussehe wie Hengame. So viel kann ich schon mal sagen. Obwohl sie Leute gar nicht nach ihrer Meinung gefragt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kernpunkt. Und das ist ja auch das Gleiche, was bei Catcalling passiert. Also, ich werde auf der Straße mega oft von Typen einfach angelabert, die meine Nummer haben wollen, Kaffee, was auch immer. Oder die mir einfach nur blöde Beleidigungen hinterher schreien oder was auch immer. Und es sind einfach immer... Oh mein Gott, man darf... Also, es geht ja gar nicht. Alles ist schlecht. Positiv, negativ, nichts machen. Alles ist schlecht. Immer alles schlecht. Hauptsache, man ist kein doofer weißer Mann. Bei Frauen passiert das ganz oft, und das meinte Hengame eben, als sie gesagt hat, dass Männer nicht so sehr nach ihrem Aussehen beurteilt werden wie Frauen in unserer Gesellschaft. Das stimmt auch überhaupt nicht. Liebe Frauen, wie wichtig ist euch das Aussehen eures Partners? Ich glaube, dass eure Antwort genauso ist wie die von Männern. Das Aussehen ist ungefähr genauso wichtig wie der Charakter. Wenn man von vornherein den Gegenüber nicht attraktiv findet, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man eine Partnerschaft mit diesem eingeht. Genauso wie es dann auch zu einer längerfristigen Beziehung wichtig ist, dass man den Charakter gut findet. Deswegen, beides ist wichtig. Sowohl Aussehen als auch Charakter. Stellt euch vor, ja? Auch Frauen brauchen das, dass der Mann denen gefällt. Nein! Wer hat das denn gedacht? Hui! Warum gehen denn Kerle ständig ins Fitnessstudio? Und warum ist das denn auch so ein Schönheitsideal für Frauen, dass sie das gut finden, dass Männer ein bisschen was aus sich machen, ein bisschen muskulöser sind vielleicht, Sixpack haben, was auch immer? Warum meint ihr, dass Frauen denn kein Ideal haben? Also, was für ein Quatsch. Männer dürfen schlecht aussehen und werden trotzdem nicht deswegen in Frage gestellt in ihrem Tun oder was auch immer. Bei Frauen geht man halt immer... Richtig, Rainer Winkler wurde ja nie... Auf das Aussehen irgendwie, da wurde sich nie drüber lustig gemacht. Aber nur bei Frauen, ja. Auch sonst bei irgendwelchen Leuten, die ihren Körper und ihr Gesicht im Internet stellen. Da wird nie auf das Aussehen gegangen. Auf niemals. Es wird nie immer auf das Stumpfeste gegangen. Auf gar keinen Fall. Es wird noch nie gemacht. Immer direkt auf Aussehen. Und da ist es auch völlig egal, ob man ein bisschen fülliger ist oder nicht. Leute machen einfach permanent Kommentare über die Körper von Frauen. Und wir haben keinen Bock mehr. Wir haben keinen Bock mehr. Da haben wir keinen Bock mehr drauf. Das ist ekelig. Ich schwöre euch, Frauen machen das mindestens genauso oft. Mindestens, wenn nicht mehr. Frauen, wenn die unter sich sind, durchgängig wird über Kerle gesprochen. Oh, der hat aber einen geilen Arsch, hast du schon gesehen? Ich bin ja auch schon... Durchgängig, das machen die mehr als Kerle. Und Kerle machen da noch nicht mal ein Geheimnis draus. Und das unterscheidet uns wahrscheinlich am meisten von den Frauen. Dass wir das öffentlich machen und offensichtlich. Weil uns das egal ist. Und die Frauen, die tuscheln da eher. Zu 100%. Ja, jetzt bin ich wieder der Sexist, weil ich das so sage. Das ist so. Da können die Frauen mir jetzt zustimmen. Oder nicht. Mir egal. Je nachdem. Und zum Thema des... Ja, genau. Und zum Thema Disziplin, ich würde sagen, so dieser Mythos, dass man immer diszipliniert und produktiv sein muss, das ist neoliberaler kapitalistischer Bullshit und... Mir ist vorhin noch mal irgendein Wort eingefallen, ein Kampfbegriff, den wollte ich jetzt noch mal irgendwie reinbringen. Der passt zwar nicht, aber das ist halt so. Jede Wampe ist ein Protestschild dagegen. Ich protestiere gegen Kapitalismus, indem ich mir 12 Gläser Nutella am Tag reinbutter. Das ist so herrlich. Oh, ich will die Zeit zurückhaben, in der Hengame und Tarik und so Funk gemacht haben. Oh, das ist noch viel lustiger als heutzutage. Ja.
Genau. Einmal hier zu der ersten Geschichte. Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich als Mann halt eben nicht angequatscht bin, weil ich aber auch niemand wegen sowas anquatschen würde. Oh, du bist halt so unscheinbar. Du bist halt einfach nur, tut mir sehr leid, du bist halt ein lauchiger, normaler Typ. Du fällst nicht auf. So eine Durchschnittsfrau auf der Straße kriegt auch weniger Kommentare als Hengame oder als, keine Ahnung, sind mir eine hübsche Frau, mir fällt keine ein, keine Ahnung, Miss Kroatien oder so, hab gehört, die ist in letzter Zeit sehr, sehr viel mit Stars ins Bettchen gesprungen. Deswegen bin ich einfach nicht damit konfrontiert, komme da nicht in die Zielgruppe sozusagen. Ja. Und das Zweite war Disziplin. Da müssen wir tatsächlich dann nochmal drüber reden, aber ja, also weil ich finde zum Beispiel... Mann, bring doch deinen Punkt bitte raus. Trau dich doch einfach, das auszusprechen. Es ist doch so, es ist doch Mustererkennung. Man zeigt doch damit, wenn man so krass übergewichtig ist, dass man weniger Disziplin hat. Es ist doch logisch, wenn ich mich nicht zusammenreißen kann, das Ganze jetzt nicht zu essen und auch die 12. Tüte Chips jetzt nicht reinzurendern, dann ist das so, dass meine Disziplin ein bisschen weniger vorhanden ist. Und wenn ich die Disziplin habe, dass ich, weiß ich nicht, fast täglich ins Fitnessstudio gehe und was aus mir mache, ja, dann ist es halt mehr Disziplin. Ganz normal. Zum Beispiel, also das ist jetzt meine persönliche... Muss ja nicht Fitnessstudio sein, kann aber andere Sportarten, ist ja logisch. Oder sich einfach halt nicht wie Hempels unterm Sofa ernähren. Sache, aber das sollten wir vielleicht hinterher gleich nochmal besprechen, weil das ist eine ewig lange Diskussion, ist eine Sache, die für ein paar Stellen wirklich nötig ist, sonst kommt man nirgendwo hin und das ist die Frage, wo man hin will und bla bla bla, deswegen... Susi fühlt sich immer noch getriggert. Sollten wir nochmal drüber reden. Ja, aber Disziplin, ne? Ich meine, was ist Disziplin? Das hat auch schon wieder so einen sehr subjektiven Charakter. Ne? Und ich mein, Disziplin nutzen nur rechtsextreme Menschen. Ja, sowas geht nicht. Wie diszipliniert ist ein Mensch, der allen Schönheitsidealen den Stinkefinger zeigt? Hallo, das ist für mich auch eine Form von Disziplin, zu sagen. Wie? Wie rechtfertigst du das, wenn du keine Disziplin hast? Richtig, es ist Disziplin, keine Disziplin zu haben. Ihr Hasshetzer. Sagen, I don't care, ich will das nicht. Ich würde hiermit leider das Q&A schließen und... Ja, warum wurde das Q&A geschlossen? Richtig, weil selbst eure linksgrünen Anhänger so viele kritische Fragen gestellt haben und man gemerkt hat, dass die beiden Leute auf der Bühne ein bisschen sehr schwanken dabei. Die drehen selbst den eigenen Fans den Saft ab, weil selbst die eigenen Fans zu kritisch sind. Also, jetzt mal ernsthaft. Einmal um Applaus für euch beide bitten. Nein. Also das ist ja wohl... Also das war ja wohl ein absolut peinlicher Auftritt. Da kommt nichts mehr, ne? Nee. Also es ist wirklich, wirklich bezeichnend, machen wir 3890 draus, dass nur 123 Menschen von 31.000 dieses Video gut fanden. Und von diesen 123 Menschen sind darunter Tarek, Hengame, André Teilzeit, Susi Grind, das sind schon mal 4. Und dann haben wir noch die ganzen anderen Mitarbeiter von Funk, die da geliked haben. Gehen wir einfach mal davon aus, 100 Likes davon sind von Nicht-Funk-Menschen. Roundabout 100 Leute von 31.000 Menschen fanden diesen Beitrag gut. Vielen lieben Dank an Tarek Tesfu und Hengame, dass ihr euch damit völlig lächerlich gemacht habt. Also das ist tatsächlich mit einer der Gründe, warum diese Menschen aus Funk rausgeschmissen wurden. Weil selbst die eigenen Anhänger haben die zu kritisch gesehen scheinbar. Das ist krass. Genau, und dann noch mit Zweit- und Dritt-Accounts extra nochmal gelikte. Mit dem öffentlichen Account, dann noch mit dem Privat-Account und dann noch alle rein da, alle rein. Ja, geil, war ein richtig schönes Video. Ich freue mich tatsächlich, dass ich das doch durchgenommen habe. Ich glaube, der ein oder andere war ein bisschen genervt von dem Video eher.
Ich habe auch, ich glaube, 30 Zuschauer auf YouTube verloren. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Aber ich fand's witzig. Ich fand's sehr witzig. Ja, stimmt eigentlich. Die Sponsoren sind auch interessant. Robert Bosch Stiftung. Meere und Ozeane. Was ist das? Wissenschaftsinitiative Bundesministerium. Okay. Medienboard Berlin-Brandenburg. Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Funk selber. Ist das Mozilla? Irgendwas, Wall, was ist das hier? Keine Ahnung. Google, ui. Carlsen, Samsung, Flux FM. Also, es ist eure Meinung oder eure Sache, ja. Diese Unternehmen haben diese Shitshow dort finanziert. Müsst ihr selber wissen, was ihr daraus macht, liebe Leute. So, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.